Hallo und herzlich willkommen zur 63. Ausgabe von Küchengeflüster, der Kochsendung im offenen Kanal. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben, denn wir drehen heute zum letzten Mal in der Küchenwelt in Neustadt. Heute wird's richtig pelzig, denn heute ist ein Metzger bei uns zu Gast und verrät uns eines seiner Rezepte. Grüßen Sie nun mit mir Klaus Hampel von der gleichnamigen Metzgerei aus Wachenheim. Hallo Klaus. Hallo. Schön, dass du da bist. Und ich habe es dir schon angekündigt, heute wird es richtig pelzig. Was hast du uns für ein Rezept mitgebracht? Heute gibt es original Pelzerleberknödel. Super. Ja. Dann gehen wir rüber zum Zutatenkorb oder vielmehr zu unserer Zutatenecke und erklären, was man alles braucht, wenn man wirklich selbst Leberknödel machen will. Gut. Leberknödel selbst gemacht. Jeder sagt das Rezept von meiner Oma. Heute ist das Rezept von meinem Papa, okay. Mein Vater. Mein Vater hat über 30 Jahre lang Hausschlachtungen gemacht in der Region und natürlich überall sich auch ein bisschen was abgeguckt. Und herausgekommen ist im Prinzip das Rezept, wo er am besten fand. Mhm. Und das Ganze wird auch bei uns nach wie vor in der Metzgerei produziert. Das habe ich heute Abend dabei. Mhm. Und die Zutaten sind... Wir versuchen das immer alles relativ einfach zu halten. Weniger ist mehr, dafür Top-Qualität. Das passt ist unser super Motto. Zum Konzept von unserer Sendung, denn wir Schön. Wollen, dass die Leute zu Hause sich auch wirklich trauen, das genau. mal selbst zu machen. Ganz wichtig, ja. Was brauchen wir, wenn man es selbst machen will? Wir brauchen natürlich Schweineleber. Mhm. Die ist schön zart und auch hell. In Bayern wird Rinderleber verarbeitet, macht den Leberknödel auch zum Teil leicht bitter und auch dunkel, aber Schweineleber ist hervorragend. Okay. Und wer es natürlich noch einen Ticken wertvoller und besser machen möchte, der nimmt sich einfach Kalbsleber. Das geht natürlich auch. Aber Schweineleber ist... Und es gibt alles beim Metzger des Vertrauens. Das kann man alles beim Metzger des Vertrauens kaufen, ja. Dann einen schönen Schweinebauch, mhm. nicht zu fett, nicht zu mager, einen schönen durchwachsenen Bauch, damit wir einen angenehmen Fettanteil im Leberknödel haben, das brauchen wir ja. für den Geschmack. Und aber keine Angst, der Anteil ist maximal bei 15% Fett im Leberknödel. Das ist also sehr also doch nicht ganz so schlimm. Aber nee, zu gestern haben wir in der letzten Sendung, so, wir können jetzt ruhig mal zuschlagen. Ein bisschen deftig. Ja. Gut, okay. Ja, das sind mal die groben Zutaten. Dafür kommt natürlich noch, dazu kommt noch Wickmehl, brauchen wir, und eben auch die Gewürze. Das ist das Allerwichtigste. Ein Aber Ei auf die kommt Gewürze noch gehen wir dazu. Später noch ein bisschen näher. Du hast da so die Zaubergewürzmischung dabei, ne? Genau, das ist die Gewürzmischung, rein aus Naturgewürze zusammengestellt. Mhm. Aber kann jeder zu Hause individuell sich mischen. Der eine mag Betonung auf dem Pfeffer, der nächste ja. mag ein bisschen mehr Muskat oder Majoran. Kann man ganz individuell arbeiten. Gut, dann brauchen wir Ei, Zwiebeln. Ei. Ein Brötchen. Brötchen wird eingeweicht. Wickmehl kommt noch mit dazu als Bindemittel. Ja, relativ okay. einfach. Und als Beilage gibt es Sauerkraut. Dazu haben wir dann auch ein bisschen Kümmel, Wacholderbeere und Lorbeer. Genau. Eine gute Tropfe Wein. Auf jeden Fall. Wir sind ja in der Pfalz. Und weil wir in der Pfalz sind, essen wir später Brot dazu. Genau. Gibt es natürlich die Möglichkeit, Kartoffelpüree. Ja. Brot, aber ein schönes aber das, Bauernbrot. Das kriegen unsere Zuschauer ja. mittlerweile hier, das haben wir schon ja. oft genug gemacht. Gut. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt an und du sagst mir, was ich machen soll. Gut, gehen wir an die Stadt. Okay. Ja. Ja, erster Teil ist natürlich das Fleisch und die Schweineleber kleinschneiden. Dazu brauchen wir ein Schneidbrett und ein okay. scharfes Messer. Beim Messer kann man natürlich Fleisch... Das ist ja immer so Sache, ne? wenn ich hier mit dem Metzger und scharfes Messer... Ja. Okay, ich gebe es zu, er hat vor der Sendung noch einmal geguckt, dass das Messer auch wirklich scharf ist. Das ist immer so die Diskussion, ein scharfes Messer, ach Gott, wenn ich mich dann schneide. Ja. Nee. Aber mit dem scharfen Messer ist die Gefahr, sich zu schneiden, deutlich geringer, ja. weil mit dem stumpfen Messer, da säbelt man rum und ja. rutscht man ab und dann ja. passiert es. Und deshalb ein scharfes Messer ist das A und O. Jetzt kann ich nur beten, dass es scharf ist. Ja. Ja, und den das Teil, war dein Teil der Verantwortung. Mein Teil. Und ich hätte auch mal es mitbringen können, ne? Das wäre Alternative gewesen. Alles Aber gut. ich habe ja alle Hoffnung in die Sendung setzt. Ja, wir
wolfen das jetzt hier in diesem kleinen Fleischwolf. Sie haben natürlich zu Hause die Möglichkeit, der Kunde, der Fernsehzuschauer, dass er beim Metzger das gleich gewolft kauft. Ja. Das bietet jede Metzgerei an, das ist kein Problem. Ich kann sagen, ich hätte gern 500 Gramm gewolfte Schweineleber, ja, eben so mit dem Fleisch. Also das machen wir jetzt hier, damit okay, man das sieht, aber ist es nicht zwingend notwendig. Ja, aber das ist, glaube ich, eine wichtige Information, weil ja, die Leute denken danach, Gott, wie mache ich denn das jetzt? Genau, jetzt kann ich ja gar nicht machen, ich habe ja kein Fleischwolf. Ja, genau. Ne? Ja. Um dem aus dem Weg zu gehen, gar kein Problem. Okay. Ja, ja. Dann soll ich vielleicht in der Zeit mich irgendwie um die Zwiebel kümmern. Ich schneide das hier klein, mache es auf den Fleischwolf und male das durch. Du darfst bitte so nett sein und darfst mir mal das Brötchen okay, kurz einweichen und ausdrücken und direkt hier auf den Fleischwolf lege. Mache ich. Und dann würde ich sagen, es gibt ja Sauerkraut dazu, müssen wir uns auch gleich um das Kraut kümmern, während ich hier mit den Leberknödeln beschäftigt bin und dazu einfach auch mal einen Topf aufstellen, wo okay, das Kraut später drin ja, gekocht wird. Und wir beginnen damit, dass wir in diesem Butterschmalz auch eine klein gehäkelte Zwiebel ein bisschen andünsten und dann das Kraut dazugeben. Okay. Da haben wir jetzt die nächsten 5 Minuten, würde ich sagen, mal ein bisschen Arbeit. Okay, ja, dann würde ich sagen, das sollen die Zuschauer mal bei dir zugucken, dass sie das mit dem Fleisch richtig sehen. Gut. Na, das ist doch wunderbar. So ein scharfes Messer wünsche ich mir manchmal im Betrieb. Das ist ja. Darf ich dich gerade noch einmal hier kurz stören? Weil kein Problem. Ich habe hier noch, große Schublade. Das andere Brett versteckt. Ja. Und nur, dass ich dann mit der Zwiebel. Du brauchst noch ein scharfes Messer, ne? Ja, das, ich kriege das schon hier. Mach dir mal keinen Gedanken. Die Zuschauer gucken ja bei dir. Schneid hier längliche Streifen. Die lassen sich am besten durch den Fleischwolf hier drehen. Du hast es vorhin bei der Zutaten schon kurz erwähnt, ja, dass das Rezept eigentlich schon vor lange Tradition zurückgeht. Und dein Vater hat über Jahre Hausschlachtungen begleitet. Das heißt, früher war es noch gar keine Metzgerei, so wie heute, sondern der Fokus lag auf Hausschlachtungen. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, früher, ich gehe jetzt mal gut 20, 25 Jahre zurück, haben noch sehr viele Winzer und Bauern ihre Schweine gezüchtet. Und mein Vater hatte dann den Auftrag, als Hausmetzger rumzureisen und die Schweine zu schlachten und zu verwursteln. Das wurde natürlich immer weniger. Und dieses Bedürfnis, diese Qualität zu essen, haben natürlich die Menschen nach wie vor gehabt. Und mein Vater hatte die geniale Idee, an einem Ort diese Wurst, frische Wurst, nach den Hausmacherrezepten zu produzieren. Und hat das zu Hause mit seiner Frau begonnen und ich habe 1985 dann offiziell diese Metzgerei gegründet und produzieren bis zum heutigen Tag nur Hausmacherwurst. Ja. Das heißt aber, ich habe im Internet habe ich so einen lustigen Ausdruck Adventsmetzger gelesen. Ja, sagt man auch, weil das eben oft in der kalten Jahreszeit gemacht wurde, dieser Job, dieser Beruf. Und halt überwiegend in der Adventszeit, natürlich später dann das ganze Jahr. Aber daher kommt auch der Name Adventsmetzger, weil es okay, eben in der kalten Jahreszeit war. Hausmetzger, Adventsmetzger. Gut. So, mein Brötchen eingeweicht. Das kriegst du sofort. Kann ich aber auch machen, wenn du hier noch beschäftigt bist, ist kein Problem. Dann das eine Zwiebel. So, das kann jetzt ein bisschen laut werden am Fleischwolf. Vielen Dank. Ich habe hier noch ein bisschen Zwiebel liegen lassen. Mhm. Die brauchen wir später dann für die Zwiebelschmelze für über die Leberknödel. Okay. Das heißt, ich kann das hier komplett verarbeiten, ja? Du kannst das komplett verarbeiten für Sauerkraut. Genau. Das Brötchen, das kann man, wenn man zu Hause die Leberknödel selber macht, nicht unbedingt durch den Fleischwolf lassen. Das kann man auch einweichen und klein zupfen. Mhm. Das ist der gleiche Effekt.
Es darf ja ruhig ein bisschen grober sein, ja. Das macht ja gar nichts. Ja. Ja, du hast schon gesagt, ja. Ihr seid eurer Historie treu geblieben und habt euch seid bei der Hausmacher geblieben in eurer Metzgerei. Genau. Ist es nicht schwierig, sich auf dem Markt zu behaupten, wenn man quasi nur auf so ein einzelnes Produktsegment sich fokussiert? Schwierig eigentlich gar nicht, weil gerade heute ist im Moment wichtig, dass man Nischenprodukte findet, die Industrie nicht so herstellen kann. Ja. Ja, wir haben den großen Vorteil, wir können individuell würzen, wir können die Rezepte zusammenbasteln, je nach Bedarf der Kundschaft, wir können auf Sonderwünsche der Gastronomie und der Kundschaft eingehen. Und das ist ein riesengroßer Marktvorteil. Und den können wir auch gut ausschöpfen und sind eigentlich extrem gut ausgelastet. Ja. Und kommt es wirklich oft vor, dass der Kunde sagt, also ich will jetzt hier größere Menge, keine Ahnung, Saumage, Blutwurst, aber bitte macht das so und so. Also habt ihr das oft, weil du sagst, wir gehen auch auf die Kundewünsche euch? Die Kundewünsche, die kommen öfter vor, jetzt speziell beim Saumage, weil wir mittlerweile ganz, ganz verschiedene Varianten vom Saumagen anbieten. Zum Beispiel gibt es meine Lieblingsvariante Saumagen mit Schafskäse und Chili. Mhm. Ja, wir haben dann Kunden dabei, der sagt, ich hätte gern mit Pariser Karotten und Brokkoli. Der nächste hätte gern die Fleischeinlage mit Schweinefilet gemacht. Und aber der Kunde ist jetzt nicht die Erna von der Eck, die dann hier gerade Idee hat, sondern wir reden hier schon von größerer Menge. Wir haben auch die Erna von der Eck, aber wir sprechen wirklich von größerer Menge, überwiegend die Gastronomie, ja, okay. Die Sonderwünsche hat mit Weinbergschnecke, mit Schweizer Käse. Also okay. Da gibt es 1000 Varianten. Ne? Und da sind wir recht flexibel. Ja. Ja, das ist doch spannend. Das macht auch Spaß. Ja, klar. Es kommen manchmal Anregungen, wo man sagt, hoppla, muss man drauf kommen. Ne? Ja, du hast im Vorgespräch gesagt, du hast auch schon wirklich das Ausland beliefert. Aber letztendlich geht vieles auch so ein bisschen zurück auf Helmut Kohl, der das Saumage ja auch irgendwie international bekannt gemacht hat. Auf jeden Fall, ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Ruft dann ein Scheich aus irgendwo an und sagt, liefer mir mal Saumage? Oder nee, also ganz sowas so einfach ist es nicht. Da stehen schon Aufträge dahinter. Zum Beispiel war die UNO-Vollversammlung in New York gewesen, 1996. Und da hat damals der Helmut Kohl in Zusammenarbeit mit dem Außenminister Kinkel den Auftrag gegeben, ein Pfälzer Buffet im UNO-Gebäude aufzubauen. Und ich hatte das Glück, dass der Johann Lafer damals mit rübergeflogen ist und hat das ganze Buffet aufgebaut und die Bundesluftwaffe hat das ganze Material, sag ich mal, die ganze Wurst rübergeflogen, weil wir haben ja kaum die Möglichkeit, Wurst nach Amerika zu bringen. Das ist sehr, sehr schwierig, ja. Und nächstes kam ein Auftrag aus Dubai, da leben im Moment über 12.000 Deutsche, die möchten unbedingt mit Originalqualität und Wurst aus Deutschland versorgt werden. Dann gingen 2-3 Paletten mit Wurst nach Dubai. Aber das ist dann sind eher schon flexibel, Dosewurst. Das ist dann Dosewurst. So weit, ja, gerade in diese wärmeren Länder, ja. Die müssen auch wieder gekühlt aufbewahrt werden. Das geht schon, ja. Ja. Und so sind auch viele Deutsche, die im Ausland leben, die sehen dann im Internet, aha, ich kann was aus der Heimat beziehen. Wir haben auch einen Shop mit dabei, einen Internetshop. Und dann wird da kräftig bestellt. Okay. Funktioniert wunderbar. Ja, also wir sind, das Internet macht es möglich. Ja, das macht es möglich. Wir sind da sehr breit aufgestellt, was die Lieferung angeht. Aber bundesweit gar kein Problem. Ja. Okay. Gerade an die Gastronomie, im Winter Endverbraucher. Gut. Gut. Wir haben alles durch den Wolf gejagt. Wie geht's weiter? Genau, wir haben das Fleisch drin, die Schweineleber, das Brötchen und die Zwiebel. Jetzt brauche ich noch die Gewürzmischung. Die Gewürzmischung. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, wo du jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst und dein Vater was ist der Gewürzmischung verrutscht. Genau. Ich erzähle natürlich jetzt nicht aufs Gramm genau. Ich erzähle aber, welche Gewürze das drin sind, damit auch jeder das natürlich nachmachen kann. Aber der eine legt eben mehr Wert auf Pfeffer, der andere mehr Wert auf Muskatnuss und dann kann man ein bisschen ab und zu geben. Die Gewürze, die da drin verarbeitet sind, die habe ich hier nochmal dabei, dass man das einfach mal sehen kann. Also wir brauchen natürlich das Salz für den Geschmack und zum Konservieren. Dann haben wir hier gemahlene Muskatnuss, Koriander, weißen Pfeffer, es kommt eine kleine Prise Nelken in die Leberknödel und wir haben Majoran und beim Majoran möchte ich noch erwähnen, das ist der Original Thüringer Majoran. Das ist tatsächlich auf dem Weltmarkt die beste Majoranqualität, die es zu kaufen gibt und selbst zu Zeiten der DDR mussten die Metzgereien in der DDR
auf ungarische Ware zurückgreifen. Und der gute Majoran aus Thüringen, der wurde in der Weste verkauft, wurde exportiert und das hat eben gute Devisen gebracht. Mhm. Ja. Und diese Qualität hat sich natürlich beibehalten, ist absolut top. Und Majoran wurde auch in der Pfalz hier angebaut. Viele Bauern und Winzer haben im Garten ihren Majoran gehabt, haben dann frischen Majoran verarbeitet. Ganz tolle Qualität und ist ein Schwerpunkt. Gut, aber das heißt, besser nicht denn aus dem Kräutergärtsche, sondern lieber den Thüringer bestellen. Warum nicht aus dem Kräutergärtsche? Wenn ich ihn zu Hause habe, nehme ich natürlich den. Okay. Und es ist schwierig, den Thüringer so zu bekommen. Ne? Im Supermarkt kann man kaum nachlesen, wo er herkommt. Okay. Aber man kann auch in die Metzgerei gehen, kann sich da Naturgewürze kaufen. Wenn die Kundschaft kommt und sagt zu uns, könnte ich mal 100 Gramm Majoran. Warum nicht? Ja, dann habe ich eine Top-Qualität. Okay. Geht. Guter Tipp. Ja, kein Problem. Und diese Gewürze finden wir hier in der kleinen Mischung. Mhm. Die mache ich jetzt hier dazu. Und was ich noch brauche, ist das Semmelbrösel. Und das Ei. Dieses eine Ei. Das eine Ei. Wunderbar. Dankeschön. Das muss natürlich kein braunes sein. Ich habe jetzt ein zufällig ein braunes gehabt. So, das Ganze kann ich jetzt gut mischen. Ist fast zum Überlaufen voll, ob es geht. So, klappt das da? Ja, ja. Wunderbar. Ja, Schüssel hätte ein bisschen kleiner, größer sein können. Ne? Aber ja, aber dafür haben wir die schöne TV-taugliche Schüssel, genau. Klaus. Man kann nicht alles haben. Nee, scheiße. So, und was du mir dann vielleicht noch geben darfst, ist ein kleines Schüsselchen. Nehmen wir die Edelstahlschüssel mit ein bisschen Wasser drin. Und zwar, wenn ich die Leberknödel dann rolle und dann mache ich dabei die Hände nass, damit die nicht so ankleben. Wie viel Wegmehl war das jetzt ungefähr? Das waren ich muss jetzt hier aufpassen, dass ich mit meiner Karte hier nicht ein Induktionskochfeld ausschalte. Auf das Rezept, welches der Zuschauer ja bekommt, waren das jetzt 350 Gramm Wegmehl. Okay. Ist der Topf für die Leberknödel dann gut? Oh, der ist perfekt. Gut. So halb voll mit Wasser und wenn das Wasser warm ist, machen wir ein bisschen Salz dazu. Ja. Das ist ganz wichtig, wenn ich einen Edelstahltopf nehme und gebe Salz mit rein, nicht ins kalte Wasser, weil das macht den Topf kaputt. Ja. Immer ins heiße Wasser das Salz dazugeben. So, das wird schon. Ja, wir haben jetzt schon so ein bisschen über das Sortiment von eurer Metzgerei gesprochen. Aber über was wir noch gar nicht gesprochen haben, ist das Restaurant. Denn ihr habt seit einigen Jahren euch entschieden, auch noch ein Restaurant zusätzlich zu eröffnen. Das heißt, glaube ich, Hampels einfach, ne? Genau, das hat am besten gepasst. Ja. Ja. Und wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es dort ausschließlich eure Produkte oder... Also das Restaurant entstand aus der Idee, weil die Nachfrage nach Mittagstisch, die war enorm groß. Mhm. Viel Kundschaft, die kommt übers Wochenende oder am Wochenende von Frankfurt, von Stuttgart, Saarbrücken und kaufen beim Winzer ihren Wein, geht zum Hampel noch die Wurst holen und hätten halt gerne noch eine Kleinigkeit zum Mittag gegessen, bevor sie zurückfahren. Ja, klar. Und dann haben wir gesagt, diese Nachfrage einfach abdecken zu können. Da hat sich dann Angebote gegenüber von der Metzgerei ein altes Fachwerkhaus zu kaufen. Und das haben wir dann umgebaut, haben ein ganz peppiges Restaurant eingebaut. Mhm. Und meine Frau, die hat die Leitung vom Restaurant, das ist ihr Baby. Und da gibt es natürlich schwerpunktmäßig die Produkte von uns aus der Metzgerei in verfeinerter Form, auch Anregungen, was ich aus den Produkten machen kann. Und es gibt immer einen Fisch und gibt immer was Vegetarisches. Es ist für jedermann was dabei. Super. Und aus dem Bistro ist jetzt ein kleines Restaurant geworden. Und wir können es gar nicht mehr wegdenken. Macht richtig Spaß. Ja, das ist doch perfekt, wenn man eine Idee hat und die verwirklicht und es funktioniert am Ende. Ja, wenn man euch besuchen will, ihr habt auch eine Internetadresse. Genau. Wie lautet die? Also www.metzgerei-humble.de und da kommt man auf unsere Seite, auch mit dem Shop. Und dann gibt es noch einen Link zum Restaurant. Dort gibt es alles. Metzgerei, Restaurant, alles. Online-Shop. Wunderbar.
Perfekt. Ja, wenn Sie zu Hause Lust haben, mal live dabei zu sein, wenn diese Kochsendung produziert wird in der Küchenwelt, dann melden Sie sich bei uns unter Küchengeflüster zweimal mit UE at ok-weinstraße.de. Die Rezepte und alle weiteren Infos zur Sendung finden Sie unter www.facebook.de/Kochsendung. Okay. Also. Das sieht hier schon ganz gut aus. Das Wasser kocht auch gleich. Gut. Ich muss gerade hier einmal an die Schublade. Für Salz perfekt. Und dann kannst du auch schon das Sauerkraut, die Gewürze, den Zucker und den Wein zugeben. Mhm. Gucke, dass es leicht vor sich hin köchelt, weil das braucht schon. Das war ein rohes, frisches Kraut, so dreiviertelstündige Stündchen braucht es schon. Okay. Kann natürlich hier bei uns in der Pfalz ein bisschen kernig sein und nicht so mattisch und weich gekocht. Ja. Ne? Ja, ich bringe mal hier die Leberknödelmasse in die Endphase. Und wenn du das hier alles an der Stadt gebracht hast, dann würde ich dich bitten, hier die Zwiebel noch klein zu häckeln. Und ja, die kann man dann leicht andünsten. Die machen wir später so als Zwiebelschmelze über die Leberknödel drüber. Das schmeckt wunderbar. Ja. Okay. Ja, ans Kraut. Da hast du auch ein paar Gewürze mitgebracht. Da kommen Lorbeerblätter. Lorbeerblätter, Kümmel ist mit dabei, Wacholderbeeren. Die Wacholderbeeren, die habe ich absichtlich ganz gelassen. In manchen Rezepten wird erwähnt, dass man sie zerdrücken soll. Aber ich finde, die Wacholderbeeren, das sollte man vielleicht dann wieder rausnehmen können. Mag dann nicht jeder mitessen und drauf rumkauen. Und aber mitkochen auf jeden Fall. Mit der Wacholderbeere genauso. Genau, das mag auch so, nicht ja, jeder. Oder man nimmt halt ein Gewürzsäckchen, damit man es dann später wieder leicht rausnehmen kann. Ja, ja, du hast das Fett auch schon vorbereitet, Katte. Also man sieht jetzt auch, da ist schon ein bisschen Fett mit drin und das ist auch wichtig fürs Kraut. Auf jeden Fall, ja. Und was noch wichtig ist, weil wir in der Pfalz sind, eine gute Troppe Riesling. Perfekt. So. Also du kannst nicht probieren? Muss ich selber probieren? Nee, ich glaube, mir ist es lieber, wenn du es probierst. Was soll ich jetzt anderes sagen, wie extrem gut. Ja, ja, das super. Ist doch perfekt, so soll es sein. Ja, voll gelungen. So. Es wäre schlimm, wenn du jetzt was anderes gesagt hättest. Ja, mach mal nicht. Ich darf mal gerade die Hände kurz waschen. Natürlich. Aber Achtung, wir haben hier sehr heißes Wasser. Ich habe es vorhin schon gemerkt. Klaus, wir haben im Vorgespräch auch so ein bisschen über das Thema Zukunft geredet, Zukunft für eure Metzgerei. Du hast mir erzählt, du bist verheiratet, du hast zwei Kinder oder ihr habt zwei Kinder. Gibt es schon eine Vorstellung davon, wie es mit der Metzgerei weitergeht, wenn du irgendwann sagst, okay, ich habe jetzt genug geschafft in meinem Leben? Ja, im Moment ist eine tolle Idee, dass unser Sohn die Metzgerei übernimmt. Er hat im Moment gerade das Abitur gemacht. Mhm. Und ist 18 Jahre alt, macht jetzt ein Studium in Mannheim, macht seinen Betriebswirt und Management. Und danach hat er mir versprochen, aber es ist natürlich alles auf freiwilliger Basis. Es ist auch wichtig, dass er eine Fleischerlehre macht. Und anschließend kann er gleich seine Meisterprüfung ablegen. Dann wäre er unabhängig und könnte die Metzgerei in unserem Sinne weiterführen. Ja, wäre natürlich ganz toll. Ich habe jetzt 32 Jahre lang Aufbauarbeit gemacht und eine ganz tolle Entwicklung. Und es wäre natürlich sehr schön, wenn es weitergeht. Aber wie gesagt, ich wurde nicht gezwungen, ich kann unseren Sohn nicht zwingen. Es wäre nur schade und man muss halt leider ringsum überall beobachten, wie sehr viele Metzgereien geschlossen werden, weil einfach der Nachwuchs entweder keinen Bock hat oder zum Teil natürlich auch einen anderen angenehmen Job findet. Gut, ich glaube, das ist halt auch einfach, das ist schwierig, weil ich glaube, das Zeitalter, wo man zwangsläufig das macht, was die Eltern gemacht haben, das ist halt vorbei. Die Welt ist global geworden und richtig, junge Leute wollen auch was ganz anderes machen, wollen sich selbst verwirklichen und ja, es gibt viel mehr Möglichkeiten, wie man es vielleicht auch früher gehabt hat. Klar. Ich habe aber große Hoffnung, weil er isst unheimlich gern. Okay, das ist, glaube ich, ganz gut die Basis. Ja, das ist aber ich glaube, man hört es überall, gerade handwerkliche Berufe haben oft, oder handwerkliche Betriebe haben oft Schwierigkeiten, eine Nachfolge zu finden.
Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man es in der Familie thematisiert hat, wenn es schon mal besprochen wurde. Aber wann wäre für dich der Zeitpunkt, wenn er jetzt mit seinem Studium fertig ist und sagt, nee, ich gehe in die Welt, ich will ins Ausland, ich will was ganz anderes machen? Dann muss ich auch ein bisschen, wenn ich fit bleibe, um das weiterhin zu betreiben, nehme ich auch Rücksicht auf die Mitarbeiter. Und wir sind alle so in etwa im groben gleichen Alter und ich würde sie natürlich auch, wenn ich jetzt mal so sagen darf, alle mit gerne in die Rente tragen. Und in der Hoffnung, den Betrieb nicht schließen zu müssen, weil es einfach nicht weitergeht. Okay. Aber wenn das dann so käme, dann würde ich das schon so machen, dass es für die Mitarbeiter auch. Aber ungefähr gleich alt, in der Lusche, dem Sohn, dann nachher schwierig die Struktur. Ne? Also, wenn der jetzt so betriebswirtschaftliche Ausbildung macht, dann lernt er was über die ideale Betriebszusammensetzung und dann kommt er nach Hause, der elterliche Betrieb, da sind die alle gleich alt. Alte, das Wissen geht auf einmal weg. Ne? Nee, so soll es natürlich nicht sein. Es gibt ja immer Übergangslösungen. Geht ja gar nicht anders, das ist klar. Ne? Ja, klar. Aber von der Vorstellung ist schon grausam. Ne? Ja. Ja, gut, hoffentlich funktioniert es. Wir sind froh. Ja, ich bin hier schon am Leberknödelrolle. Da hat jetzt jeder genau 92,5 Gramm, wie man sehen kann. Ja, das ist so. Ja, natürlich. Mir ist es schon klar, dass man das jeden Tag, jede Woche, ihr habt Tage, gell? Es gibt Leberknödel-Tage und Saumagen-Tage, und so, ne? Genau. Ja, aber wenn man dann das natürlich ständig macht, dann hat man das auch viel mehr im Gefühl. Ja. Ich denke, das ist wie mit allem. Ich muss aber ehrlich gestehen, im Betrieb machen wir das mit der Maschine und die putzen ja die alle genau gleich. Ja, aber ich habe gerade gemerkt, selbst nach vielen Jahren, wo ich es nicht mehr unbedingt mit der Hand gemacht habe, es funktioniert noch relativ gut, ja. Aber sind wir ehrlich, wenn man es daheim macht, oder? Die Zuschauer brauchen jetzt keine Angst haben, ob die jetzt 92, 90 oder 102 haben. Das ist egal. Jetzt wascht oder Leberknödel. Hauptsache sie schmecken, ja. Genau. Ja, und man sieht, ich mache immer zwischendurch auch die Hände nass. Das ist ganz wichtig, wenn ich das nicht mache, dann kleben die dermaßen und reißen. Und mit feuchten Händen kann man die wunderbar hier in die Portion formen. Ja. Ich setze im Moment auf das Blech, wenn das Wasser das Wasser kann fast kochen, wenn ich es da reingebe. Die Sache, das kocht fast. Ja, dann lassen wir die Temperatur runterfallen auf 80. Du hast extra Thermometer mitgebracht. 80 Grad und ich möchte später das Thermometer reinzuhalten. Das ist wichtig, ne? Genau. Jetzt kommt natürlich die Frage, wahrscheinlich von den Zuschauern, hoppla, ich habe so ein Thermometer gar nicht und das Fieberthermometer oder das aus dem Badwendel, das macht sich auch nicht unbedingt so gut. deshalb ist mein Vorschlag und meine Idee, wenn jemand kein Thermometer hat, dann bringt er das Wasser zum Kochen. Salz ist drin? Ja. Gut. Hast du nicht zugeguckt? Nee, ich habe da bestimmt gerade auf meine Knödelgröße geguckt. Meine schöne Salzmühle, habe ich das Gute. Ach, da habe ich gerade weggeguckt. Schön. Und dann bringt er das Wasser zum Kochen, packt die Leberknödel rein, dann fällt die Temperatur automatisch etwa auf 80, 75 Grad zurück. Und dann stelle ich den Topf in den vorgeheizten Backofen bei 80 Grad. Und weil der Backofen es schafft, die Temperatur zu halten, das bleibt immer gleich. Bei 80. Genau. Und dann kann ich aber die 40, schade, 45 Minuten. Schade, ich muss kurz das Orgel vom Thermometer wegmachen. Und? Guck 80, mal, wie wenn wir es im Backofen temperiert hätten. Musst du dir Mr. Celsius sagen und du darfst zu mir Mr. Bizerba oder so. Ja, wir wollen sie jetzt nicht übertreiben, aber es steigt auf 81. Ah, nein. Gut, jetzt lassen wir ein bisschen hochkommen und wenn es knapp am Kochen ist, dann legen wir es rein und lassen sie dann 40 Minuten etwa ziehen, oder halbe Stunde. Das sieht man, wenn sie hochkommen, brauchen sie etwa noch eine Viertelstunde. Okay. Schauen wir mal. Gut. Perfekt. Sauerkraut ist du dabei. Hast noch Zucker mitgebracht. Genau, hätte ich das direkt mit ans Kraut machen. Das kann man jetzt noch mit dazu machen. Dann mache ich das direkt mit drauf dazu. An, wann das reinkommt. Sehr schön. Wein ist drin, sehe ich. Genial. Soll man noch einen Schluck? Einen kleinen Schluck gibt noch. Tut immer gut. Einen kleinen Schluck gibt noch. Ja. Mit den Zwiebeln, das reicht noch nicht so. Die gehen ja relativ flott. Ja. Ein bisschen Butter anschmelzen. So, da stelle ich das hier mal rüber. Dann wasche ich mir nochmal die Hände. Also wir sehen, die Temperatur stimmt. Ich mache jetzt doch einfach nochmal den Deckel drauf. Okay. Gut, Klaus, unser Wasser kocht. Das drehen wir ein bisschen runter. Wunderbar. Dann auf mit den Knödeln. Tu, was wir tun müssen. In den Topf. Den legen wir jetzt hier rein. Dann mache ich vielleicht einmal kurz das Kraut. Kannst du gerade mal ein bisschen durchdrehen? Genau, dann darfst du den Kochlöffel auch gerne mal hier lassen, wenn die jetzt ein bisschen angebrüht sind. Mhm. Und dann werde ich die leicht rühren, vorsichtig, damit die nicht am Boden anhängen. Ja.
sehr. Vielen Dank. So, du sollst uns jetzt noch ein bisschen Butter. Ja, wir haben in den Leberknödeln jetzt relativ viel Leber drin. Es gibt ein ganz tolles Aroma. Und zwar im Rezept können wir ja dann nachlesen, das waren 500 Gramm Schweineleber, ja, und 1 Kilo Fleisch. Und durch die anderen Zutaten, durch das Zwickmehl, was noch mit drin ist, kommen wir auf einen Leberanteil, der liegt etwa bei 35%. Das ist schon sehr viel. Und das auch im Leberanteil variiert man so ein bisschen? Ja, oder der Kollege machen oder weniger, weil sie denken, oh Gott, nicht so viel Leber. Aber das ist ja eigentlich der tolle Geschmack, ja, da drin. Ja. Und was ich auch schon mal genossen habe und ganz toll fand, ist allerdings auch nicht jedermanns Geschmack, wenn ich zu diesem Schweinebauch noch ein bisschen geräucherte Speck mit reinmale. Das gibt ein ganz feines Aroma. Ja. Da kann ich das noch ein bisschen aufpeppen. Nur diesen Räuchergeschmack, das mag nicht jeder. Deshalb können wir, klar, das jetzt in, ja, der Metzgerei nicht mit anbieten. Aber wer das gerne isst, ist eine tolle Variante. Ja. So, jetzt haben wir wieder, ne, genau 80 Grad. Perfekt. Und wird man jetzt nicht mit dem offenen Topf ziehen lassen? Oder denkt man die besser Topf zu? Nein, im offenen Topf. Im offenen Topf, ja, ja, okay. Und das nicht anhängen. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr das in der Metzgerei macht, dann habt ihr einen riesen Kessel, in dem dann hunderte von Leberknödel drin schwimmen, oder wird es eher in kleine Charge? Nee, kann ich gern erklären. Relativ einfach. Wir haben einen Kessel, das sind drei Stück, a 600 Liter, das ist also eine riesengroße Badewanne. Und in jedem Kessel, damit es auch nicht zu voll gepackt wird, damit sie ineinander kleben, kommen 400 Leberknödel. Und sind die dann in so Gitterkörbe irgendwie, dass sie nicht, nee, das habe ich mir genau gedacht, dass die Frage kommt. Wir portionieren die mit der Maschine, dann kommen die auf ein Blech, auf dem Blech liegt eine Folie. Dann gehen wir mit und auf diese Folie werden die Leberknödel gerollt. Und dann gehen wir mit diesem Blech, mit der Folie in den Kessel und ziehen die Folie vom Blech und dann fallen die alle einzelnen lose in das heiße Wasser. Und es passiert und quasi nichts Effekt anderes wie jetzt hier im Topf. Genau, die hängen gleiche danach nicht irgendwie zusammen, wenn die du alle. Dann warte ich 4-5 Minuten und dann werden sie auch genau wie jetzt im Moment hier, wenn sie leicht angebrüht sind, damit sie nicht zusammenhängen und nicht am Kesselboden irgendwo ankleben, ein bisschen bewegt. Und dann müssen wir auf die Uhr gucken. Die Uhr, die geht ganz genau 40 Minuten über der Daumen. Und man sieht es auch, wenn sie dann anfangen zu schwimmen, nochmal gut 10 Minuten, Viertelstunde. Und dann sind die Leberknödel gar. Man kann auch mal einen auseinander machen und dann kann man es auch kontrollieren. Ja. Und das heißt, ihr kocht die dann quasi, wenn ihr es in der Metzgerei produziert, auch quasi verzehrfertig. Die könnte man dann direkt essen. Genau. Die werden dann nur abgekühlt und was man daher macht, ist quasi nur noch warm machen. Genau. Wir haben Kunden dabei, die wissen genau, beim Hampel gibt es dienstags um 10 Uhr frische Leberknödel aus dem Kessel. Mhm. Damit werben wir auch. Und die stehen dann um 10 Uhr in der Metzgerei, ja, und holen sich diese erste Charge, aber die frisch aus dem Kessel kam. Ich habe nicht Mittagessen auf dem Dorf. Ich habe immer gemeint, es wird um 12 Uhr gegessen, ob geguckt ist oder nicht. Ich glaube gar nicht, wie das schmeckt. Und dann holen die sich ganz frischen, natürlich werden sie zu Hause nochmal warm gemacht, aber es ist allein für den Kunden, der kann durch die Glastür, kann er sehen, wie die frisch aus dem Kessel kommen und kaufen die und da läuft ja schon das Wasser im Mund zusammen, wenn du nur zuguckst. Ja, klar. Ja. So, das heißt, wir können jetzt einfach unsere Zuschauer mal eine halbe Stunde ersparen, hier den Leberknödel beim Durchziehen zuzugucken, oder? Können wir machen, ja. Dann machen wir das. Gut. Ich habe noch einen Schluck von dem guten Sekt, du warst ein bisschen schneller. Dann genieße ich mal einen Schluck zwischendurch. Aber was wir mittlerweile machen können, weil die brauchen noch bestimmt 20 Minuten, können wir die Zwiebel andünsten und können das noch ein bisschen mit Pfeffer und Salz, können wir es noch abschmecken, haben wir die Gewürze hier. Okay. Dann schwenke ich jetzt die Zwiebeln an. Und dann gönnen wir unsere Zuschauer wirklich ein Stück Wartezeit, dass wir ihnen einfach klauen. Wir zeigen es dann wieder, wenn das Ganze fertig ist. Schon genial, ne?
Gut, mit der Zwiebel sind wir gleich soweit. Jetzt machen wir ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Ja. Ich mache den Pfeffer, du machst das Salz. Ja. Und das nächste werden. Das ist Teamwork, alles, ne? Komm mal vor, wir waren Italiener. Noch ein bisschen Pfeffer. Perfekt. Und die können ruhig ein bisschen. Ja, die werden gut, gut gebräunt, auf jeden Fall, ja. Glas ist schon mal gehabt beim Sauerkraut, ja. Und ein bisschen gebräunt bei der Leberknödel. Wir brauchen schon noch Zeit. Klaus, wie sieht's aus? Ich würde sagen, es sieht sehr gut aus. Dann hole ich uns mal das Vitella, ne? Ja, machen wir. Dann würde ich sagen, sei so lieb und mache ein bisschen Sauerkraut drauf. Gut. Dann machen wir noch ein bisschen, weil ich mache es ein bisschen flach. Dann kann ich nämlich die Knödel da drauf setzen, dann kullern die mir nicht weg. Dann machen wir das so. Du musst mir nur sagen, wie du es gerne hättest. Ja, ich sage das schon. So. Einmal. Glaube ich, jetzt. Ein anderer. Ja. Ah, wie das riecht, oder? Ja, das riecht wirklich gut. So. Darf ich hier hingreifen? Ja. Da Hunger kriegt? Ja, nur ein ganz kleines bisschen. So. Brot machen wir auch gleich dazu. Das steht schon drüber in unserem Esszimmer. Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber. Gehen wir rüber. So, Klaus, das haben wir uns jetzt aber wirklich verdient. Schwer verdient. Leichte Übung, schwer verdient. Ich darf dir schon mal das Brot reichen. Danke. Magst du es Knetzel oder soll ich Knetzel? Du darfst haben. Du Danke. Darfst Ach, das war es gar nicht. Nimm du es. Tja. Danke. Ja. Da würde ich sagen, trink mal doch mal einen Schluck von unserem guten, trockenen Riesling vom Robertsberger Winzer. Sehr gute Empfehlung, passt wunderbar zu der Leberknödel. Zum Wohl. Zum Wohl. Also Spätleser. Und ich glaube, so ein bisschen süßerer Wein ist dann hervorragend zu so einem deftigen Essen. Das passt, Kombination mit dem Kraut auf jeden Fall. Dann guten Appetit. Das schmeckt wirklich super. Und Klaus, du hast mich echt überzeugt, wie einfach man Leberknödel selber machen kann. Ich glaube, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, es auszuprobieren. Und jetzt kommt wieder die Aussage von vielen Kunden, wenn der Metzger seine Produkte selber isst, na, das will ja schon was heißen. Ja, ich denke, das ist wie überall. Ne? Ob das der Metzger ist, ob das der Bäcker ist, das macht natürlich einen Unterschied, ob man selber auch verzehrt. Das ist ein gutes Signal. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte Eisdeal. Nee, schmeckt gut. Toll. Aber jetzt im Ernst, wie ist das, wenn man als Metzger den ganzen Tag mit den Produkten zu tun hat? Isst man dann noch gern die ganze Pelzer-Sache? Mhm. Oder ist es so, dass man sagt, oh, ich freue mich jetzt auch einfach mal auf was ganz anderes? Also generell, speziell bei mir, ich esse es noch unheimlich gern. Aber dann brauche ich wieder was Süßes. Mhm. Ja, und wenn ich was Süßes gegessen habe, dann kriege ich wieder Lust auf was Herzhaftes. Und da muss man verdammt aufpassen, dass man nicht den ganzen Tag nur am Essen ist. Ne? Das kenne ich auch, das Problem. Ja? Ja, aber das ist ein sehr angenehmes Problem und da kann man gut mitarbeiten. Ja, das ist ja auch ein Luxusproblem in unserer Gesellschaft. Genau, und das geht uns Gott sei Dank gut und wir können es uns erleichtern. Richtig. Also ich glaube, ich muss jetzt öfter auch Leberknödel selbst machen. Aber das ist der Zeitpunkt, wo ich einfach nochmal sage, danke Klaus, dass du da warst. Gern. Und
dann verabschieden wir unsere Zuschauer und ja, essen hier in Ruhe weiter. Es freut mich, dass Sie wieder dabei waren und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Küchengeflüster. Bis dann.